Zwangsdiät im Dschungelcamp, Klimaumstellung, Psychostress und kaum etwas zu essen. Das zehrt nicht nur an den Nerven, weiß auch die ehemalige Dschungelkandidatin Fiona Erdmann. Auch sie magert in Australien extrem ab. Es ist natürlich schon so, dass man während der Zeit einfach so wenig zu essen bekommt, dass man das natürlich auch an sich selber merkt, dass man dünner wird und so. Das ist natürlich schon krass. Auch Julian F.M. Stöckel macht die unfreiwillige Diäterfahrung. Nach nur 10 Tagen sind 9 Kilo runter. Fiona verliert im Dschungel ebenfalls 7 Kilo. Ja, und dann bin ich natürlich auch ins Hotel gekommen und habe mal einen Ganzkörperspiegel gehabt. Ne? Das hast du ja die ganze Zeit nicht. Ja, und dann sieht man sich erstmal so in ganz und merkt so, ach ja. Ja, da sind dann ein paar Kilo runtergekommen, ne? Also, und gerade bei so einer Statur wie bei mir sind 7 Kilo natürlich echt eine harte Nummer, ne? Ganz schön krass. Nicht die einzige Tortur im Camp. Denn erst jetzt wird es für die Kandidaten so richtig hart. Die zweite Woche ist irgendwie nervenaufreibender. Weil jeden Tag kann dich treffen. Und es ist halt einfach so, weil es wird auch härter, ne? Es wird halt wirklich härter. Die Nächte werden irgendwie anstrengender, weil man halt wirklich einfach ausgezehrt ist und irgendwie nicht richtig mehr schlafen kann. Und das Essen wird knapp und das ist natürlich schon etwas, was den Körper belastet und die Psyche belastet. Eine Belastung, die auch in diesem Jahr vorzeitig ihre Opfer fordert. Outingwelle bei den Promis. Anfang Januar macht Fußballer Thomas Hitzlsperger den ersten großen Schritt und gibt zu, ja, ich bin schwul. Nur wenige Wochen später das nächste Coming Out. Unter uns Star Lars Steinhöfel wagt das mutige Geständnis via Facebook. Doch warum ausgerechnet jetzt? Es mag natürlich daran liegen, dass gerade die Öffentlichkeit sehr aufmerksam, vielleicht auch durch die Winterspiele, die Olympischen Winterspiele ist, wo tatsächlich ein Gesetz existiert, was thematisiert wird, was Homosexuelle mehr oder weniger verbietet. Und viele, gerade in Amerika, nutzen diese Möglichkeit, sich jetzt öffentlich zu ihren eigenen Gefühlen, zu ihrem Privatleben zu äußern und merken, es ist nicht ganz so dramatisch, wie sie sich vielleicht vorher gedacht haben. Das merkt man auch in Deutschland. Na dann weiter so, liebe Promi-Männer. OP-Geständnisse im Dschungelcamp. Ja, ja, dass an der guten Melli nicht wirklich alles so ist, wie von der Natur geschaffen, ist irgendwie klar. Doch auch Winfried Glatzeder kennt sich mit den Beauty-Dogs aus. Er lässt sich seine Tränensäcke korrigieren. Große Wirkung trotz kleiner OP. Der Trend geht ja dahin, dass wir nicht mehr so arg viel große Eingriffe machen, sondern versuchen, mehr kleinere Eingriffe zu machen, weil die Leute wollen ja nicht unbedingt, dass man immer sieht, was passiert. Nein, sehen soll man nur das straffe Ergebnis. Und straffe Haut hat im Dschungel nicht nur Winfried Glatzeder zu bieten. Im Partnerlook. Madonna rockt hyperlässig den roten Teppich der Grammys mit ihrem 8-jährigen Sohn David und macht mit ihm auf Modezwillinge. Beide tragen schwarze Anzüge von Ralph Lauren mit Hut und Krawatten und erinnern an die Gangsterzeit der 30er. Mit prunkvollem Bling-Bling wie Broschenringen und fingerlosen Glitzerhandschuhen ist das Outfit komplett. Selbst der Gehstock passt perfekt und hilft dem verstauchten Knöchel. Nur ernsthaft, auf die Grills hätte die Pop-Ikone gut verzichten können. Die sind, wie sollen wir es sagen, einfach nur Igitt. Aber der erste Auftritt von Mini-Madonna-Sohn und Frau Mama, einfach top.